So viele Menschen sind undankbar. Sie sind undankbar, weil sie ihre Situation, ihre Probleme, ihre Lebensumstände haben und sich die anschauen und die entsprechen nicht ihren Vorstellungen und sie sind undankbar. Und sie tun das Gott und den Menschen um sich herum kund. Und weißt du was? Undankbare Menschen sind nicht sehr wohltuend. Und man versucht, sich von ihnen möglichst fernzuhalten. Die Bibel fordert uns immer und immer wieder auf, dankbar zu sein. Gott zu danken, die Dinge zu sehen, für die wir dankbar sein können. Und es ist eine Frage, welche Perspektive wir haben, mit was wir uns vergleichen, welchen Horizont wir haben, ob wir dankbar oder undankbar sind. Ich glaube, es gibt unzählige Dinge, für die wir Gott dankbar sein können. Und ich lade dich ein, mach doch einfach mal eine Liste mit ganz normalen Dingen, für die du Gott dankbar sein kannst, die du hast, die andere Menschen nicht haben. Dinge, die Gott dir geschenkt hat. Nur mal ein paar kleine Beispiele. Du hast sauberes Trinkwasser. Da hast du wahrscheinlich nie drüber nachgedacht. Es gibt Hunderte von Millionen von Menschen auf der Welt, die Gott für sauberes Trinkwasser von Herzen dankbar wären. Denn sie haben das nicht. Du hast eine Altersversorgung in unserem Land. Du hast eine Krankenversorgung in unserem Land. Du lebst in einem Rechtsstaat, in dem dich kein Mensch wegen deines Glaubens unterjochen kann, ins Gefängnis stecken kann. Du hast klare Gedanken. Du hast eine Intelligenz, die Gott dir geschenkt hat. Du hast liebe Menschen um dich herum. Menschen, mit denen du dich gut verstehst. All das sind Dinge, für die du von Herzen dankbar sein kannst. Du hast eine Ausbildung, du kannst deine Kinder zur Schule schicken oder vielleicht sogar zur Universität. Was für ein Geschenk Gottes. Wir können dafür dankbar sein. In anderen Ländern wären die Menschen von Herzen Gott dankbar. Das sind Gebetsanliegen für die wirklich ringen. Und für uns ist das selbstverständlich. Lass dich einladen, Gott dankbar zu sein. Weißt du, ich habe hier einen kleinen Zettel. Das ist ein Gruß, den hat mir meine Tochter, als sie noch klein war, gemalt, als ich auf Geschäftsreise ging. Und auf der einen Seite steht drauf, gute Fahrt. Und auf der anderen Seite steht drauf, Papi, ich lieb dich. Komm bald wieder. Ich weiß, das ist etwas, wofür viele, viele, viele Menschen, wenn sie es denn hätten, sehr dankbar wären, weil sie in ihrem Leben so etwas nicht haben. Aber für mich ist es ein kleiner Schatz, für den ich von Herzen dankbar bin. Das ist etwas, was ich habe. Und denk mal darüber nach, wo es in deinem Leben vielleicht solche kleinen Schätze gibt, die du einfach hast und die du übersiehst. Überleg mal, wo du dankbar sein kannst. Und sprich nicht ständig von deinem Mangel und verherrliche nicht deinen Mangel und glorifiziere nicht deinen Mangel, sondern verherrliche Gott. Sprich von ihm. Schau auf das, was er dir geschenkt hat. Sei dankbar. Sei dankbar, wenn du hören kannst, wenn du sehen kannst, wenn du diese Botschaft hier erleben kannst, wenn du eine Internetverbindung hast. Sei dankbar dafür, dass du dich satt essen kannst. Sei dankbar, dass du Luft zum Atmen hast und dass dein Herz schlägt. Dankbare Menschen sind wohltuend. Überleg in deinem Leben, wo du Gott von Herzen dankbar sein kannst für all das, was er für dich getan hat. Und wenn du mit einer Haltung von Dankbarkeit zu ihm kommst, wirst du sehen, er hat viel, viel mehr für dich.